Schaffen wir es vor der Winterpause noch aufs Podium oder nicht? Es geht los in Belgien. In Spa. Dieses Wochenende sind wir in Belgien, in der wunderschönen Provinz Lüttich. Kurz vor der Saisonhälfte ist im Titelrennen alles offen. Können die Teams vor der Sommerpause nochmal zuschlagen oder hoffen sie auf einen Reset danach? Spa-Francorchamps ist berühmt für lange Geraden und schnelle Kurven. Die Effizienz des Luftwiderstands macht hier den Unterschied aus, wenn die Fahrer über die berühmte Eau Rouge sausen, die nach Rodillon führt. Aber ein kurvenreicher Mittelsektor macht die Strecke knifflig. Fährt der Teamchef keinen Sieg ein, könnte es bei Mercedes nach diesem Rennen einen Führungswechsel geben. Bleiben Sie dran, denn wir fangen gerade erst an. Er hat auch immer nichts Neues zu sagen. Er will immer, dass ich weggehe. Warum? Oh nee, es regnet am Sonntag. Oh, ich hasse Regen an. Oh, sag nicht, es ist ein Sprinter noch. Oh. Da sehe ich Chancen. Da sehe ich gute Chancen. Willkommen beim Qualifying. Mal sehen, wer sich eine gute Startposition für den Sprint ergattert. In dieser Session kämpfen die Fahrer um die Startplätze für das Sprintrennen am Wochenende. Nur die 10 schnellsten schaffen es ins Q3, wo sie die Chance auf die Pole Position haben. Dann haben wir natürlich Nico Hülkenberg. Wie denkst du, wird er in diesem Qualifying abschneiden? Sie waren im Training nicht so schnell, wie ich es erwartet hatte. Sie brauchen heute bessere Rundenzeiten für einen guten Platz in der Startaufstellung. Ja. Es ist fast soweit. In Kürze startet das Qualifying. Ist ja doch wieder nichts jetzt. Achso, habe ich eigentlich bessere Teile jetzt bekommen? Fragezeichen. Oh, nee. Nee, nee, nee. Nee. Heckflügel, der wäre super gewesen. Also das wäre lecker gewesen. Schade, keine neuen Teile. Aber was willst du dagegen tun? Nischt. Unsere einzige Chance ist jetzt noch, dass wir gute, die anderen werden nach hinten verrückt. Der ist enabled. So, kriege ich jetzt meinen Radio-Check. Aber los, komm raus, Yuki. Und es ist nur im Training. Es ist nur im Training, okay. Nee, doch nicht. Nice. Jetzt Mick auch noch. Mann. So radio check. Okay, Mick hat also auch eine Sprach-Dings hinterlegt. Your radio check. Aber er hat immer noch keinen Namen, das ist schon traurig. Perez. Ach Junge, da haben wir so eine gute Chance immer und dann versauen uns immer einzelne Fahrer die Runden. Ja, eine Minute, eine Sekunde hinter Leclerc. Ach so, mit Hülkenberg sogar zwei. Ja, das schaffen wir auf jeden Fall ohne Superreifen. Was ist jetzt los? Was passiert? Was ist da los? Der Fries. Ja, der Fries hatte keinen Bock mehr. Kann ich verstehen. Wir haben schon eine gute Zeit gesetzt, also ist uns egal. Weil ich sagen muss, die Red Bulls enttäuschen langsam. Die sind ordentlich langsamer geworden. Na, Perez fährt jetzt raus, Stroll, Zhou.
Neuroscience. Da müssen wir mit reinkommen. Oh, Mick hat es gerade noch so über die Linie geschafft. Aber wir sind eigentlich auch sicher weiter. Copy. Ja. Oh, Sergeant, ey, Magnus und Sergeant versauen die Runde, Mann. Naja. So eine Ärsche. Das war knapp. Okay, Frage ist, ob die Freeze sein Auto jetzt komplett destroyed hat oder es da noch was zu retten gibt. Ich hoffe mal nicht. Ja, geil. Das heißt, er wird als letzter ausscheiden. Das heißt, wir haben uns schon mal eine Position gespart. Con ist raus. Ja, Con, hoffentlich versaust du nicht unsere Runde. Oh, warum ist Mick auf einmal so krass? Eieiei, was ist denn da los, Hülkenberg? Naja. Ich weiß nicht, ob wir mit Mick auch nochmal raus müssen, aber ich glaube schon, ja. Vorsichtshalber. Verstappen ist raus. Das ist diesmal auch eine Vergleichszeit. Ja, naja. Eieieiei. Was, die ist raus? Welche einzelnen Fahrer sind weiter? Alonso bei sein Teamkollege ist letzter geworden. Was ist da los? Was ist da los bei Aston Martin? Nicht Aston Martin. Doch, Aston Martin. Da läuft vieles schief. Ja, wir nehmen die Reifen. Soll es bald regnen? Nee. Dachte schon mal jetzt auf einmal raushauen. Gleich eine gute Runde setzen. Deine Rundenzeit ist ein Joke. Ja. Ja, das ist schlecht. Verstehe ich nicht. Du hast doch eigentlich das bessere Auto, Hülkenberg. Einmal wird Mick unser Fahrer Nummer 1. So, jetzt zeig ich mal eine gute Runde, Hülkenberg. Also langsam muss da wieder mal was kommen. Ja, so will ich das sehen. Aber Platz 7, naja. Ist in Ordnung. Wir werden auch vorgesetzt dann. Ach, jetzt ist Training. Ja, Training ist mir egal. Training ist unnötig. Ja, da werden viele bei zurückgesetzt. Keiner im Down-Bereich. Schade. Egal. Das schaffen wir auch so. Willkommen zurück. Die Fahrer bereiten sich auf den heutigen Sprint vor, der die Startaufstellung für den Grand Prix bestimmt. Das Wochenende startet mit einem Sprint. Ein Rennen über 100 Kilometer bestimmt die Aufstellung für den Grand Prix. Grand Prix. Natürlich geht es bei einem Sprint nicht nur um die Startaufstellung für den Grand Prix. Die Fahrer werden hart darum kämpfen, wertvolle Meisterschaftspunkte zu sammeln. Die Teams müssen sich anstrengen, keine Zeit zum Entspannen. Hier kommt der Sprint von Spa. Spa. Und wir brauchen ordentlich Points langsam. Wer würde denn im Tatlos sein? Also das ist doch dumm.
15 schwierige lange Runden warten auf die Fahrer heute im Sprint in Spa. Nur 15? Und gehen die Lichter hier in Spa erst aus, liegt alle Aufmerksamkeit auf der ersten Kurve, die über die Jahre schon viele dramatische Vorfälle gesehen hat. Hier gibt es einen Sprintsieg und Punkte zu holen. Ja, versuchen wir ein paar Punkte zu bekommen. Oh. Ach so, für Rennen werden die erst zurückgesetzt. Das Startsignal erlischt und los geht's. Wir wollen jetzt ein perfektes Ergebnis am besten holen. Das heißt. Warte mal. Waren wir echt nur 8.9? Konrad hat das wirklich noch überholt? Och man. Mick, du darfst aber nicht gegen die Teamkollegen kämpfen. Das tut uns dann sehr doll weh. Ich lasse mir jetzt mal ein bisschen Zeit. Ich mache heute nur das Sprintrennen. Und muss sagen, Mick ist ganz schön am Abstinken gerade. Macht dich das wirklich so viel langsamer, dann nehme ich es raus. Mal gucken, wie lange die Reifen das mithalten. Gibt es hier DRS? Oh, wir brauchen auf jeden Fall viele Punkte und eine gute Startaufstellung. Daniel Conn können wir doch schon mal vorbeifahren. Bitte. Alki, bitte! Das mit dem Benzin geht mir da viel zu schnell weg jetzt langsam. Bisschen entspannter damit fahren. Ja. Ist jetzt aber der Ocon wieder nah an uns, an unserem Poppes dran. Ja. Sehr. Und wenn es dann nur Platz 8 ist, ist auch in Ordnung. Aber ich will ja ein paar Punkte jetzt auf jeden Fall wieder mitnehmen. Oh, Alonso hat's verkackt. Das ist gut. Ist sehr gut. Position nehme ich als Geschenk an, immer. Problem ist, sie haben gerade schlechtere Reifen als Magnussen. Uiuiui. Mick muss da aufpassen, weil ich will nicht, dass Magnussen die noch überholt. Ja, Magnussen macht schon Druck. Deswegen muss Mick jetzt auch mal wieder ein bisschen mehr inne machen. Und Hulk muss mal von Ocon wegfahren. Bitte. Bitte, bitte, bitte. Mick hat wieder Gordon. Oh, ich habe am Anfang ein bisschen zu viel gegeben, glaube ich. Oh, das ist gut. Ocon ist jetzt weg und Mick ist an Ocon dran. Was ist denn mit Ocon los? Der bricht da völlig ein. Wir müssen wieder ins Plus kommen mit dem Benzin. Okay, passt so. Komm, vielleicht... Nutzt du noch Wasser ein? Aber ich glaube nicht mehr dran.
Copy. Ja, schön. Ein schöner Splint. Das ist Leclerc. Charles Leclerc ist der Sieger heute. Ja, gut, wenn er Verstappen Punkte wegnimmt. Okay, so we've taken the flag. Sechster und siebter, let's go. I'm pretty happy with that from my point of view. Good job, guys. Well done. Gut gemacht, Leute. Unerwarteter sechster Platz. Und wir starten vielleicht sogar in Reihe 1. Das ist doch mal positiv. Der Renntag ist da und damit werden wir in Kürze wieder Rad-an-Rad-Duelle zwischen diesen Fahrern sehen. Der Automobilsport hatte in Spa-Francorchamps nicht den besten Start. Für das allererste Autorennen im Jahr 1921 meldete sich nur ein einziger Fahrer an, sodass es durch ein Motorradrennen ersetzt wurde. Heute ist zwar ein fester Bestandteil des F1-Kalenders. Was hältst du von Nico Hülkenberg, seinen Chancen heute und seiner aktuellen Form? Die Leistungen des Fahrers liegen weit über dem, was man erwartet hat. Alles in allem keine schlechte Ausgangsposition. Niemand kann vorhersagen, was im Spa-Francorchamps passieren wird. Aber es wird ohne Frage ereignisreich. Ja, auf einmal waren wir halt schneller als die Alpines. Ich weiß es auch nicht. Also wir haben jetzt mit den Verbesserungen was gut gemacht. Ein super Ergebnis. Und in der nächsten Folge geht es dann weiter mit dem Rennen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ciao.